Was willst du? Schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken, sollte ausreichen. So kann man es wohl auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nichts sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete erobern wollten, würden wir deinesgleichen nicht dafür brauchen. Wir würden es selbst tun. Man muss den Gegner überrumpeln, dann greift er nicht selbst an. Das steht außer Zweifel. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge sinkender Schiffe. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, 3 gebrochene Ruder auf dem Oberdeck, 2 direkt darunter, gebrochene Speere, oh, und kein Tag Ruhe bei Zeus. Position! Dieser Geruch. Das ist schön. Ist es auf der Adrastea wie auf der Klang der Sirenen? Ich war damals auf diesem Schiff in einer anderen Welt. Körperlich und mental. Ich hatte keine Zeit. Yeah!
das Treibgut fern! Erhöht das Tempo! Volle Fahrt! Bringt euch in Angriffsposition! Wir segeln so schnell es geht!
Ja. Die Schiffe sind versenkt. Ich mag dich. Xenia wird zufrieden sein, dass ihre Gewässer wieder unter ihrer Kontrolle sind. Genug der Worte. Ich bin wegen meiner Belohnung hier. Natürlich. Es war einfach. Ein unbewaffnetes Handelsschiff. Du gabst es Poseidon und bist dann auf die Felsen aufgefahren. Wir sind nicht weit von Chaos. Man wird uns finden. Ich hoffe, die Haie finden dich zuerst. Stopp! Halt dich gefälligst da raus! Der Kapitän wird bekommen, was er verdient hat. Was hat der Mann getan? Was hat er nicht getan? Hat er euch beleidigt, euch arme, empfindsame Piraten? Wir hätten nie mit diesem Malakas arbeiten dürfen. Wir kriegen endlich einen Auftrag von Xenia und er setzt unser Schiff auf Grund. Wie seid ihr auf dieser Insel gelandet? Ich kann es erklären. Ich bin der Schiffsführer. Von dir haben wir genug gehört, Schiffsführer. Ich möchte es vom Schiffsführer selbst hören. Wie ich sagte, wir gerieten in eine große Seeschlacht. Dank mir waren wir siegreich. Und dieser Sieg war so süß! Ich hatte nicht gemerkt, wie nah wir den Felsen gekommen waren. Ein kleiner Fehler. Nun, wenn du uns einfach nach Chios zurückbringen könntest? Dieser Mann ist euer Schiffsführer. Schiffsführer kann man nur sein, wenn man ein Schiff hat. Und dieser Mann hat keins mehr. Es würde sich für dich lohnen, wenn du mich zurück nach Chaos bringst. Zur Seite. Geht mir aus dem Weg. Ich bringe Schiffsführer Gotarsis zurück nach Chaos. Du wirst noch bereuen, deine Nase in Dinge zu stecken, die dich nichts angehen. Er hat uns zu oft in die Scheiße geritten. Nein, der Schiffsführer kommt uns nicht davon. Geh hinter mich und bleib dicht bei mir. Bei den Göttern! Hilf mir! Das war ein Kampf, hä? Danke dir. Wenn du mich jetzt noch nach Chaos bringen könntest, wäre eine Belohnung für dich drin. Das hoffe ich. Du hast gesehen, was mit Leuten passiert, die nicht meiner Meinung sind. Komm mit zu meinem Schiff. Ich bring dich nach Hause.
Rotarsis! Das hatte ich nicht erwartet. Rotarsis, ich dachte, ich hätte dich verloren. Wo ist dein Schiff? Er segelte zu nah an die Küste. Das Schiff lief auf einen Felsen auf. Wir waren mitten in einer tobenden Schlacht. Ach, Malakka. Was zählt es, dass du am Leben bist, Bruder? Er ist dein Bruder? Es wäre leichter, wenn er es nicht wäre. Was ist mit der Mannschaft? Die Hunde wollten meutern, wenn die Söldnerin nicht gewesen wäre. Dann wäre er tot. Dann wirst du belohnt, Söldnerin. Rotarsis versprach eine Belohnung. Eine großzügige, wenn ich mich recht entsinne. Dann bezahl sie. Ich? Aber du bist die mit... Na schön. Komm mit mir, dummer Bruder. Hab Dank, Cassandra. Familie ist Familie. Ich danke dir für sein Leben. Ah, die mächtige Söldnerin. Du hast dich als fähig erwiesen. Du kommst mir gerade recht. Jemand wie du ist immer an Drachmen interessiert, nicht wahr? Das Klimpern von Drachmen höre ich immer gern. Sag einfach, was du willst. Ich spüre ein Verlangen nach seltenen Schätzen. Ich kenne viele anregende Gerüchte und Andeutungen und will, dass du mir einige dieser verlorenen Kostbarkeiten besorgst. Sag mir, wo ich sie finde, und dann bringe ich dir diese Schätze. Hast du je vom mächtigen Ajas gehört? Einer von Homers Helden? Ja, er hatte eine goldene Adlerfeder, ein Geschenk von Zeus. Warum interessierst du dich dafür? Sie ist ein seltenes Andenken an eine glorreiche Zeit. Deshalb verdient sie es, mir zu gehören. Nimm diese Karten und sieh, ob du sie findest. Wo finde ich diese goldene Adlerfeder? Verschiedene Geschichten deuten auf verschiedene Fundorte hin. Ich habe Karten, die dir diese Orte zeigen. Was kannst du mir über Ajas Feder sagen? Der Sohn von Telamon soll ein furchtloser Riese gewesen sein. In den Legenden heißt es, dass die goldene Feder, die ihm Mut verlieh, in sein Schild aus 7 Ochsenfellen genäht wurde. Der Schild ist lange zerstört, doch Zeus' Feder blieb übrig. Wenn sie gefunden werden kann, finde ich diese Feder für dich. Das ist nicht, was wir noch sehen werden. Aber mir kommt das gerade recht.